Ei, gemäue! Heute haben wir uns mal Richtung Mosel gewagt und gucken uns mal hier die Landschaft so an. Hey, moin, ihr habt es ja eh schon gelesen. Wir laufen heute die Traumschleife Panorama weg und die offizielle Tourdaten sind ja da neben dran. Also viel Spaß beim Gucken. Ciao! Wir haben eben übrigens auch gesehen, dass dort der Moselsteig angeht und das auch unser Steig. Also ich muss sagen, der Dorfbereich erinnert mich so ein bisschen an die Alpe und vermittelt mir auch so ein bisschen Alpe-Feeling. Hier laufen wir übrigens auf der deutsch-französischen Grenze.
Wir haben es geschafft. Und denen da haben wir schön rumgeritt. Schön im wahrsten Sinne des Wortes. Das Naturschutzgebiet Hammersberg, das ist wirklich sagenhaft. Dort habe ich leicht alpine Gefühle gehabt, wie er vorne dran schon gemerkt hat. Dort haben wir unheimlich tolle Pflanzen gesehen. Dort haben wir Aussichten noch und näher ins Moseltal gehabt, auch von aller Ecke heraus. Es ist sehr anspruchsvoll, vor allem das Gebiet am Hammersberg, was die Kondition angeht und die Trittsicherheit angeht. Das heißt, wenn man das mit dem anderen Weg kombiniert, ist das wirklich auch nur für Wanderer gedacht, die halt auch wirklich Spaß an Kraxle, Spaß an Stufe gehen und Spaß halt auch an ein bisschen lose Untergrund haben. Ansonsten ist es eine absolut geniale Sache, dass sie den Weg gemacht haben. Endliches Mango, was wir beide so empfunden haben, diese Seendorfer Schleife, die kann man sich im Grunde, zumindest laut unserer Meinung, einfach sparen. Weil das sind endlich die Lava, fast die Hälfte von nur im Wald rum, auf breite Waldwege. Das ist zwar schön und gut für einen Sonntagsspaziergang, aber halt für einen Wanderweg macht das einfach keine Laune. Vor allem, wenn man vorne dran wirklich so doll und so genial gewandert ist. Jo, die Weinberge rund um das kleine Dorf Seendorf sind zwar schön und sehenswert, aber sind jetzt auch im Vergleich zu dem Rest vernachlässigbar. Von der Warte aus gesehen ist der Weg für uns eine schöne Alternative, vor allem da man halt auch wirklich als Rundlauf machen kann. Man kann die Schleife recht gut auslösen, indem man halt am Wanderparkplatz Ravenseck parkt. Und dann kann man dort kurz an der Hauptstraße durch die Weh laufen und dann ist man halt auch mit 9 Kilometer auch gut dabei. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne da und hinten dran, der hat vielleicht auch noch etwas zu sagen. Was soll ich noch großartig sagen? Der Akku ist bald leer, ne? Außerdem hast du Parkplatz Rabisch Eck. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns am Samstag wieder. Also, ciao! Ach, nee, noch nicht ganz. Topper, liebe Grüße. Falls ihr euch wundere, warum der Marco immer den Topper grüßt auf seine Art, naja, das hängt einfach damit zusammen, dass vor ein paar Monaten sich der Topper beschwert hatte, Marco würde nie grüßen. Und jetzt, naja, seit einem guten halben Jahr, dass man das konsequent durchziehe. Das heißt, eigentlich immer halbes Jahr, so Februar, März, wird er immer gegrüßt. Das ganze Jahr über. Wir sind gespannt, ob man auch mal zurückgegrüßt wäre. So, und jetzt, ciao.